Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein weiteres Adventskalender-Unboxing für euch und zwar von einem Schmuck-Adventskalender. Deswegen trage ich auch heute in dem Video noch keinen Schmuck. Es geht um diesen Adventskalender, den Me Lovely Adventskalender. Den hatte ich mir vor 2 Jahren schon mal gekauft in Edelstahl, Silber. Letztes Jahr dann nicht. Und dieses Jahr habe ich ihn mir wieder gekauft, weil da eine Kette mit Plättchen drin ist. Und Plättchenketten liebe ich. Und ich habe nur eine relativ günstige. Und in dem Kalender ist der Schmuck aus Edelstahl. Und damit ein bisschen hochwertiger als die Kette mit den Plättchen, die ich schon habe. Leider ist die Edelstahl-Variante mittlerweile in allen Farben schon ausverkauft. Also die gab es in Silber, in 18K vergoldet und in 18K Rosé vergoldet, jeweils für 109,90 Euro. Ich habe den Kalender heute erst bekommen, das heißt, ich hatte keine Chance, das früher abzudrehen für euch. Trotzdem natürlich sehr schade, dass die Edelstahl-Variante, die ich jetzt vorstellen werde, schon ausverkauft ist. Aber es gibt noch die Variante in 925er Sterling Silber, auch in Silber, in 18K vergoldet und in 18K Rosé vergoldet für 199,90 Euro. Da sollen manche Schmuckstücke aber anders sein. Ich hatte noch einen Gutschein von Claudi, vom Kanal Claudis Welt, konnte da noch 10% sparen, musste dann noch 3,95 Euro Versand zahlen und war dann bei 102,85 €, 86 €. Und der Wert ist angegeben mit 500 Euro für die Edelstahl-Variante, die ich habe, und 950 Euro für die Sterling-Silber-Variante. Macht auch Sinn, denn der kostet ja auch fast doppelt so viel. Und dann sollte der Wert auch entsprechend ungefähr doppelt so viel sein, was der Fall ist. Der Inhalt ist angegeben mit 5x Ketten, 5x Armbänder, 5x Ohrschmuck, 5x Ringe. Sehr ausgeglichen und 4 extra Anhänger. Und man könnte sich noch ein Set mit einem Spiegel und 2 Schmuck-Tablets dazu bestellen, die man dann in den Kalender legen kann, beziehungsweise den Spiegel einkleben kann und dann quasi den Kalender als Schmuckaufbewahrungsbox verwenden kann. Dieses Set kostet dann nochmal 11,95 Euro, das habe ich nicht dazu bestellt. So viel zu den Fakten. Der Kalender hat hier unten eine Schublade. Da sind dann die Hälfte der Türchen drin. Und hier oben einen Deckel. Und da ist die andere Hälfte der Türchen drin. Designtechnisch finde ich das ganz hübsch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, den Kalender auszupacken. Er will nicht wirklich offen stehen bleiben. Ich habe jetzt die Türchen der hintersten Reihe einfach aufgestellt und hoffe, dass er so jetzt offen stehen bleibt. Wir haben hier die 1. Ich habe mir tatsächlich kein Unboxing-Video dazu angeschaut. Also weiß nicht, was drin ist. Oh, das sieht schon sehr hübsch aus. Kreolen mit einem Anhänger. Schauen wir uns direkt mal aus der Nähe an. Oh, ich glaube, die gefallen mir schon sehr gut. Das ist so ein roséfarbener Stein, glaube ich. Das ist kein weißer Stein. Hübsch. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die noch relativ einfach angelegt bekomme. Denn die Kreolen an sich sind ein bisschen klein. Also hätten die jetzt nicht den Anhänger, fände ich sie nicht interessant. Aber mit dem Anhänger... Oh ja, das sieht schon hübsch aus. Das hat schon was. Ist, glaube ich, ein guter Ohrring für den Alltag, für die Arbeit. Ging jetzt auch sehr einfach anzulegen. Der Kalender ist schon wieder zusammengefallen. Ja. Also die 1 gefällt mir schon mal sehr gut. Finde ich wirklich, wirklich schön. Ich hoffe, es geht so weiter. Sowas habe ich auch noch nicht, weil wie gesagt, so kleine Kreolen trage ich normalerweise nicht. Die 2 haben wir hier.
Das ist, glaube ich, ein Armband. Ach, da steht übrigens noch was drauf. Hochwertiger Edelstahl für langes Tragevergnügen. Ich bin dein neues Schmuckstück aus hochwertigem Edelstahl und ich hoffe, dass ich dir viel Freude bereite. Damit ich immer so funkelnagelneu aussehe wie jetzt, musst du dich gut um mich kümmern. Das mag ich. 10 Minuten Wasserbad mit einem Tropfen Spüli zum Reinigen. Ganz weiche Mikrofasertücher oder Watte zum Polieren. Schmuckputztücher. Das mag ich nicht. Salzwasser, Parfüm und Creme, Sport und Schweiß. Ja, also sollte man das wohl vor dem Sport ablegen. Mache ich aber sowieso immer. Ich bin auch gespannt, wie ich die Ketten so am Hals vertrage. Denn ich bin ja ein bisschen empfindlich mit Schmuck am Hals mittlerweile leider. Das haben wir in der 2. Ein Armband mit so kleinen Kügelchen. Ich glaube, das ist mir vielleicht ein bisschen zu lang. Ich bin eher so der Typ für einen Armreif und das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu fieselig, zu dezent. Ja, also ich glaube, das werde ich weitergeben. Aber die Ohrringe gefallen mir nach wie vor sehr gut. Dann die 3. Den Kalender habe ich gekauft wegen dieser Plättchenkette und weil er eben relativ günstig ist. Da dachte ich, da kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Da haben wir, glaube ich, die passende Kette zu dem Armband. Genau. Das ist genau das gleiche Design wie das Armband. Also so kleine Kügelchen. Die kann ich jetzt auch mal anlegen. Bin gespannt, in welchem Türchen meine Plättchenkette kommt. Die Kette finde ich jetzt tatsächlich ganz hübsch eigentlich. Ja, muss ich mir noch mal überlegen. Also wenn ich es weitergebe, gebe ich es natürlich passend weiter. Mal schauen, was noch so an Ketten kommt. Die 4. Da haben wir einen Anhänger. Mit einer Blume drauf. Ja, das packe ich jetzt nicht aus. Ich glaube, so könnt ihr es ganz gut sehen. Ein glänzender Anhänger mit einer eingravierten Blume. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber es steht ja dort, dass auch Anhänger mit dabei sind. Müsste dann natürlich noch eine sehr normale Kette kommen, an die man auch den Anhänger hängen kann. Man könnte sicherlich so einen Anhänger auch an diese Ohrringe hängen. Aber dann hätte man ja zwei unterschiedliche. Oh nein, es wird schon wieder rot. Seht ihr das? Fängt schon wieder an. Die Kette muss ich leider ablegen. Oh, ich hoffe, dass das bei der Plättchenkette anders ist, dass ich die besser vertrage. Ja, man sieht's, ne? Es fängt hier schon wieder an. Ja, das ist echt schade. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr empfindlich und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, denn das ist ja vergoldeter Edelstahl. Also normalerweise dürfte das ja keine Allergien auslösen. Aber bei mir irgendwie, ich merke es dann, es bitzelt so leicht und dann wird es rot. An den Armen und an den Ohren lustigerweise aber nicht. Was heißt lustigerweise? Glücklicherweise. Da haben wir einen kleinen Ring. Sehr abwechselnd gefüllt, die Türchen, das muss man sagen. Das hatten wir aus jeder Kategorie ein Schmuckstück. Ohrringe, Armband, Kette, Anhänger und jetzt einen Ring. Den würde ich sogar so rumtragen. Also mit der offenen Stelle nach vorne. Man kann das natürlich auch umdrehen und so tragen. Ich glaube, ich finde es aber mit den Kugeln nach vorne schöner. Ja, den werde ich behalten, denn so kleine, schmale Ringe, sowas mag ich sehr gerne. Ringe, die nicht stören, mit denen man sich auch einen Pulli anziehen kann, ohne dass man Löcher in den Pulli macht. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt kommt die 6. Nikolaus, das sind wir ja immer sehr gespannt. Oh, das sieht mir sehr chunky aus. Also das Gegenteil von filigran. So. Das ist nicht meins.
das ist nicht meins. Das ist mir zu breit als Kette. Also ich kann es jetzt mal kurz so ein bisschen hinlegen, damit ihr das sehen könnt. Das ist einfach nicht meins. Also ich mag große Ohrringe, aber breite Ketten ist nicht so meins. Das heißt, die wird weiter wandern. Das ist jetzt natürlich schade, dass das Nikolaus-Türchen jetzt nicht so mein Geschmack ist, aber da muss man mit rechnen bei einem Schmuck-Adventskalender, dass einem einfach nicht alles gefällt. In der 7 könnten mal wieder Ohrringe kommen. Oh, ist das süß! Oh, ist das süß! Das sind zwei ineinander verschlungene Herzchen. Oh, das hätten sie in die 6 packen sollen. Das ist zwar wieder so ein fieseliges Armband, aber das werde ich behalten. Das ist genau meins. Ich habe Ringe in Silber mit Herzchen, die ich viel trage. Ist das nicht süß? Das finde ich wirklich extrem süß. Oh, das ist bis jetzt mein Highlight. Das andere Armband nehme ich mal ab, denn wie gesagt, das werde ich mit der Kette dann weitergeben. Aber das ist super süß. Mega. Die 8. Da haben wir jetzt wieder Ohrringe mit ungewöhnlichen Perlen. Ich glaube, die waren auch abgebildet. Ich glaube, die hatte ich auch gesehen. Und dadurch, dass ich diesen Me Lovely Adventskalender vor 2 Jahren in Edelstahl Silber gekauft hatte, habe ich solche Perlenohrringe schon in Silber. Und das war auch ein Grund, warum ich den Kalender jetzt in Gold genommen habe, weil ich mir dann dachte, dann habe ich auch mal Perlenohrringe in Gold. Oh ja, die finde ich auch sehr schön. Ja, die finde ich auch wirklich hübsch. Da lege ich gleich noch den 2. an. Das wird wieder ein sehr langes Video, Leute. Aber ich will den Schmuck ja auch mit euch live ausprobieren. Ja, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sind auch nicht zu lang. Also würde ich auch auf Arbeit tragen, aber auch zum Ausgehen. Also die finde ich sehr, sehr hübsch. Also Türchen 7 und 8 hat mir sehr gut gefallen. Es ist schon sehr, sehr spät heute. Ich hatte den ganzen Tag über irgendwie nicht so die Motivation, Videos zu drehen. Deswegen ist jetzt schon 22 Uhr. Deswegen rede ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen leiser teilweise. Bin schon so im Schlafmodus. So, also, in der 9 haben wir wieder einen Anhänger. Den habe ich gerade so ein bisschen zurechtgerückt, damit ihr den sehen könnt. Der war nämlich verkehrt rum drin. Und das ist jetzt der passende Anhänger zu diesen Ohrringen. Das finde ich tatsächlich sehr schlau gemacht, dass man da so passende Sets dann bekommt. Das finde ich echt ganz gut. Auch wenn der Anhänger sehr, sehr klein ist. Die 10. Da gibt es jetzt wieder Ohrringe und zwar Kreolen. Die lege ich jetzt nicht an. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Die sind so mittelgroß, wenn ich sie jetzt an mein Ohr halte. Nicht zu klein, nicht zu groß. Kreolen gehören halt in jeden Adventskalender, finde ich. In jeden Schmuck-Adventskalender natürlich. Und die sind auch so ein bisschen besonders, weil die halt in sich gedreht sind. Genau, die sind so in sich gedreht. Ja. Muss ich mir überlegen, denn ich habe wirklich viele Kreolen, auch aus dem Paul Valentine Adventskalender vom letzten Jahr. Deswegen muss ich mal schauen, ob die andere Kreolen ersetzen. Ansonsten werde ich auch die weitergeben. Ich werde ja auch wieder einen Schmuck-Adventskalender verlosen. Aber das wird erst 2025, weil jetzt warte ich noch auf den diesjährigen Paul Valentine Adventskalender. Und dann werde ich aus all diesen Schmuck-Adventskalendern, ich hatte ja auch den Heidemann Adventskalender, einen Schmuck-Adventskalender wieder für euch zusammenpacken und dann in 2025 verlosen. Das heißt, wenn dir mein Kanal gefällt, wenn dir meine Videos gefallen, abonniere meinen Kanal, denn dann kannst du so etwas bei mir gewinnen. Jetzt haben wir noch die 11 und die 12 vom ersten Teil. In der 11 haben wir einen Ring
da weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Das ist so Perle, Gold gemixt, jeweils im Wechsel. Passt natürlich ganz gut zu den Ohrringen. Den lege ich jetzt auch mal an die andere Hand. Och, das sieht aber tatsächlich hübsch aus. Sah jetzt in der Verpackung nicht so hübsch aus wie am Finger. Doch, das gefällt mir. Das werde ich auch definitiv behalten. Diese Kombi, die werde ich definitiv behalten. So, die 12. Da kommt meine Plättchenkette. Ich glaube, ja. Die fand ich so süß, weil die halt auch so unterschiedliche Größen der Plättchen hat. Einmal kleinere, einmal größere. Jetzt drückt mir die Daumen, dass die nicht meinen Hals direkt wieder rot werden lässt. Oh, ich habe Angst. Ansonsten werde ich eben das über dem Pulli tragen, weil die Plättchenkette werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist halt wirklich genau meins, sowas. Ich habe auch einen passenden Ring dazu mit einem Plättchen. Schauen wir mal. Der ist immer noch rot hier, mein Hals. Also so ganz ist es noch nicht weg. Also die Ketten lassen sich sehr einfach anlegen. Ich habe da jetzt immer sofort eine Öffnung gefunden, eine Öse, in die ich das verschließen konnte. Das finde ich halt so hübsch mit diesem Plättchen. Das glitzert halt so schön. Ja, schauen wir mal, wie sich mein Hals verhält. Aber ich finde es total schön. Also designtechnisch sehr, sehr hübsch. Damit haben wir die erste Hälfte geschafft. Also ich finde den Mix sehr gut. Man hatte jetzt dreimal eine Kette, zwei Armbänder, zwei Ringe, drei Paar Ohrringe und dann noch zwei Paar Anhänger. Also es ist definitiv sehr, sehr gut gemixt. Schauen wir mal, wie es im zweiten Teil weitergeht und vor allen Dingen, was in der 24 kommt. Bin ich sehr gespannt, was in der 24 drin ist. Oh, es juckt leider. Es juckt leider direkt wieder. Schade. Schade. Ja, ich, wie gesagt, werde die definitiv behalten, weil das genau meins ist, aber dann eben über Pullis tragen müssen. Machen jetzt weiter mit der Schublade und den zweiten 12 Türchen. Aber wie gesagt, der Schmuck kann da jetzt an sich nicht so viel dafür, weil mir das bei allen Marken so geht mittlerweile. Ich vertrage leider nur noch ganz, ganz wenige Ketten. Deswegen habe ich das fast erwartet. Ja, das ist mir jetzt zu dezent. Das ist mir wirklich zu dezent. Das sind so ganz, ganz mini kleine Stecker, kleine Kreise, also so Kugeln, besser gesagt. Das wandert direkt weiter, sowas trage ich nicht. Klar, wenn man jetzt mehrere Ohrlöcher hat, hatte ich mal, aber die sind inzwischen schon seit Jahren zugewachsen. Also das wird verlost. Zum Glück habe ich die Allergie, wie gesagt, nicht an den Ohren und nicht an den Armen und nicht an den Fingern. Da bin ich noch sehr, sehr glücklich. Da haben wir jetzt wieder etwas sehr, sehr Dezentes. Ich glaube, wieder ein Armband. Und das ist einfach nur eine ganz, ganz normale Kette. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr dezent. Also das Türchen davor und das ist mir jetzt ein bisschen zu normal. Ich hoffe, es wird jetzt wieder ein bisschen außergewöhnlicher in der 15. Ja, Das ist sogar eine gute Kette für mich, denn die ist, glaube ich, so lang, dass sie sowieso über einem Pulli wahrscheinlich sogar besser aussieht. Ja, die ist sehr, sehr lang und hat hier unten einen Verschluss, den man sicherlich verstellen kann. Ja, genau, den kann man so hoch und runter schieben. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt wieder etwas Außergewöhnliches und die Kette lässt sich natürlich sehr einfach anziehen und die kann ich jetzt auch mal dran lassen, weil die kann ich jetzt hier über meinen Pulli legen.
Natürlich, wenn man jetzt ein tief ausgeschnittenes Oberteil anhat, dann sieht das hier natürlich auch gut aus auf blanker Haut. Aber das, ja, es sähe wahrscheinlich mit einem tiefen Ausschnitt wirklich besser aus. Trotzdem werde ich die behalten, denn die finde ich außergewöhnlich. Ja, das war jetzt wieder ein schönes Türchen. Jetzt haben wir die 16. Da fehlt doch 16. Das ist doch falsch geschrieben, Leute. Dachte ich mir gerade, oder? 16. Da fehlt doch hier das H. Und hier ist ein S zu viel. 16. Egal. Kommt ja drauf an, was drin ist. Oh, ist das süß. Ein Anhänger. Das passende Herzchen zu diesem Herzchenarmband als Anhänger. Ja, das muss ich auch behalten. Das ist natürlich super wieder, dass das zusammenpasst. Ja. Sehr schön. Das wird bei mir bleiben. Kann ich ja dann auch an eine der wenigen Ketten machen, die ich vertrage, weil ich glaube, so ein kleiner Anhänger, das geht dann vielleicht noch. Ohne dass mein Hals direkt reagiert. Auch das geht jetzt, ne? Dadurch, dass das nur hier hinten anliegt, also kratzt es jetzt nicht. Merke ich. Ich merke das, wenn meine Haut reagiert, es bitzelt dann, wie gesagt. Und da, das geht jetzt. Dadurch, dass das nur hier hinten anliegt, geht es. 17. Was ist denn das? Ich glaube, wieder ein Armband. Passend zu dem Perlendesign. Ja, das ist das Armband passend zu den Ohrringen und dem Ring mit den Perlen. Das werde ich jetzt auch mal noch anlegen. Finde ich hübsch, dass sich das mit den Perlen durchzieht. Und wie gesagt, obwohl ich wirklich nicht der Fan von solchen Kettchen bin, die beiden werde ich behalten. Weil das halt hier bei den Perlen so gut zusammenpasst alles. Und das mit den Herzchen ist halt einfach genau meins. Ja, hübsch. Sehr schön. 17. 18. Da haben wir einen Ring. Oh, einen Herzchenring. Oh Gott. Es lohnt sich trotzdem für mich. Trotz meiner Allergie lohnt es sich. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Diesen schmalen Ring setze ich jetzt mal an meine andere Hand mit hin, damit ich jetzt hier den Herzchenring in Szene... Oh, ist der schön. Ist das süß. Ja, manchen ist es vielleicht zu kitschig, aber das ist genau meins. Ich finde das so hübsch. Den werde ich ganz, ganz oft tragen. Das weiß ich jetzt schon. Der passt genau zu meinen anderen Ringen. Mega hübsch. Ja, also ich bereue den Kauf nicht. Denn obwohl, wie gesagt, ich bei den Ketten direkt meine Allergie wieder spüre, für die Ringe, für dieses Herzchendesign, für diese Ohrringe, hat es sich schon gelohnt für mich. 18... 19. Und wie gesagt, für euch habe ich dann was zum Verlosen. Das ist ja auch schön. Da kommt jetzt die passende Kette, die einfach sehr, sehr schlicht ist. Das macht Sinn, weil wir ja separate Anhänger in dem Kalender hatten. Deswegen macht es Sinn, dass dann so eine ganz, ganz schlichte Kette mit dabei ist. Und in dem gleichen Design hatten wir ja auch schon ein Armband. Die Kette wird aber weiter wandern, weil, wie gesagt, macht bei mir keinen Sinn, weil ich das Material irgendwie nicht vertrage. 20. Es müsste noch ein Ring kommen. Oh, das ist auch super süß. Also, ich dachte ja wirklich, die Anhänger, das wäre am wenigsten was für mich. Die finde ich aber super süß. Ja, das ist sehr klein. Das ist ein Stern mit so ein bisschen Strass. Ja, das ist sehr klein. Ich kann mir aber vorstellen, dass
tatsächlich in diese Ohrringe einzufädeln und dann an, hoch, wo ist es denn hin? Hier. An beiden Ohrringen ein anderes zu tragen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hübsch. Das werde ich auch behalten. Das finde ich super süß. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Wirklich sehr schön gemacht mit so Strass. Ich hoffe, da kommt noch was in dem Design. Dann die 21. Da haben wir nochmal einen Ring mit einem Knoten. Na, ich glaube, na komm, ziehen wir jetzt auch noch an. Es müsste sogar noch ein Ring kommen. Wir haben noch gesagt, 5 Ringe, oder? Den gebe ich mir jetzt mal an den kleinen Finger. Die sind auch alle zum Verstellen, die Ringe, ne? Die sind alle offen. Ist eigentlich auch in Kombi ganz schön. Aber der ist natürlich mein Highlight hier. Der Herzchenring ist schon mein Highlight. Aber das mit dem Knoten finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Mal alle nebeneinander. Die 22. Was ist denn das? Ich glaube, das ist das passende Armband zu dieser Kette, die ich umhabe. Aber wie funktioniert denn das als Armband? Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Obwohl, das lässt sich ja dann sehr einfach anlegen wahrscheinlich. Ja genau, wie gesagt, das kann man hier so aufziehen. Das kann ich jetzt mal an den anderen Arm machen. Denn das sollte ich ja zubekommen. So, ich weiß nicht. Ich glaube, das würde mich stören hier, dass das hier so runterhängt. Also ich finde es sehr schön, dass passender Schmuck drin ist, also immer zu den Ketten ein Armband. Aber ich glaube, das Armband werde ich trotzdem weitergeben, obwohl ich die Kette behalte, denn das Gebimmel da, das wird mich im Alltag stören, so wie ich mich kenne. Nee. Das ist leider nicht so meins. Aber ich habe ja hier schon zwei Armbänder, die mir sehr gut gefallen. Die 23. Oh. Das Herzchen-Design zieht sich durch. So süße Stecker. Wie gesagt, ich bin sonst echt nicht der Fan von Steckern, aber das finde ich super, dass sie das durchziehen. Und die werde ich auch behalten und die werde ich auch tragen. Sind für mich auch Ohrringe, die ich dann im Büro tragen werde, weil die dezent sind, aber eben super süß. So, und die 24. Bin ich sehr gespannt, was jetzt in der 24 noch kommt. Es müsste doch noch ein Ring kommen. Waren es nicht 5 Ringe? Ja, es kommt noch ein Ring. Und es kommt der Ring zu diesem Sternglitzeranhänger. Das finde ich schön. Finde ich wirklich hübsch. Und so ein Stern, das passt ja auch zu Heiligabend. Den gebe ich mir jetzt mal an den Zeigefinger. Finde ich wirklich hübsch. Also die Ringe finde ich allesamt sehr, sehr schön. Ich werde jetzt mal den Knoten an die andere Hand. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. So zwei übereinander finde ich auch nicht schlecht. Und dann kann ich nämlich den Stern ein bisschen prominenter an meinen Ringfinger geben. Sehr, sehr hübsch. Eine schöne 24. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass das eher noch als Ohrring kommt. So als Hänger mit dem Stern unten dran, das hätte ich noch besser gefunden als den Ring. Aber der Ring ist auch super süß und den werde ich auch wirklich häufig tragen. Also, Fazit. Was werde ich behalten? Die 5 Ringe werde ich behalten. Die finde ich alle sehr, sehr tragbar. Die sind überhaupt nicht störend, sehr glatt, wirklich hübsch. Von den Armbändern werde ich nur die beiden behalten. Also 3 werde ich weitergeben. Von den Ketten werde ich 2 behalten. Die hier und die Plättchenkette. Das heißt, auch 2 und 3 werde ich weitergeben. Von den Ohrringen werde ich
alle behalten, bis auf diese ganz, ganz kleinen Stecker. Ja. Na, vielleicht auch die Kriolen. Sagen wir mal, wir geben zwei Ohrringe weiter, drei Ketten, drei Armbänder, sind wir bei 8. Und von den Anhängern, was war denn bei den Anhängern? Der hier, die werde ich behalten. Der hier, passend zu dem Ohrring aus der 1, werde ich auch behalten. 3. Also einen Anhänger werde ich noch weitergeben, sind wir bei 9. Also ein bisschen mehr als ein Drittel des Adventskalenders werde ich weitergeben. Aber das ist eigentlich ein guter Schnitt. Und wie gesagt, der war relativ günstig, wenn man ihn mit anderen Schmuck-Adventskalendern vergleicht. Den Schmuck finde ich sehr tragbar. Also da ist jetzt nichts dabei, was super chunky ist. Auch die Ohrringe sind super leicht. Also jeder, der sagt, der schwere Ohrringe kann ich nicht tragen. Das geht mir auch so. Obwohl ich gerne große Ohrringe trage, müssen die leicht sein. Sind die? Die finde ich super hier. Auch die aus der 1 fand ich super schön. Und das Herzchen-Design ist mega. Also ich finde den Kalender wirklich gut. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht, was in der Silber-Variante, also in der Sterling-Silber-Variante anders ist und was gleich ist. Da müsst ihr dann mal schauen, ob ihr vielleicht andere Unboxing-Videos dazu findet, wo die beiden Kalender verglichen werden. Aber ich bin wirklich positiv gestimmt, auch wenn ich sagen muss, dass ich ihn mir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr kaufen werde, weil ich eben merke, dass ich mit dem Material reagiere am Hals. Jetzt hat sich das für mich gelohnt, denn zwei Ketten werde ich trotzdem behalten. Aber wahrscheinlich werde ich ihn mir nächstes Jahr nicht mehr kaufen, was aber nur an meiner Allergie liegt. Vom Design her finde ich ihn sehr hübsch. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wie immer gilt, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!